Und nächste Fragerunde. Wann kommt das nächste Westeros Total War Projekt? Das müsstest du Yannick fragen. Der ist nicht da. Richtig. Und der antwortet irgendwann. Du könntest Yannick wieder hierher holen. Nein, der ist gerade Fun beschäftigt. Fact, Fun Du Fact am müsstest Rande: ihn Die einfach Schweizer noch mit anderen Nationalhymne hier ist ein holen. Kirchenlied. Schön. Echt? Ich kenne Heiko, die schon. was hältst du von einer deutschen Monarchie? Nichts. Nein, Ich weiß darüber gar nicht, geht wieso habe aber ich denn nicht so viele heute. Monarchisten in meinem Ach Livestream? so, Captain Godzilla ist Anubis, also Anubis will Ja, wissen, das weiß ob er ich. wieder entbannt wird. Wie Nein, oft wir denn werden noch? nicht. Ich weiß, Ach so, okay. wer ist. Wobei, Heiko, wenn ich mir Ja. im Moment so die Landtagsumfragen so ansehe und 30% Grünen, frage ich mich teilweise, ob vielleicht die Monarchie nicht sinnvoller wäre. Na gut. Was ist, wenn ein Warte, meint ihr jetzt Grüner in in die Macht Baden-Württemberg kommt oder in bei einer Deutschland? Monarchie? Baden-Württemberg. Ein Grüner kommt Nicht, nicht in die Macht bei einer Monarchie. Dann gehen wir hier, wir haben hier Boko und Zollern, direkt sind quasi unsere Nachbarn. Gehen wir doch einfach mal hoch und fragen, ob er gerne wieder den Job haben möchte. Was, wenn Kann er Nein sein. sagt? Kann er seinen Urgroßvater wiederholen? Pull dir die Alten aus. Nee, es steht ja tatsächlich im Testament drin. Erst wieder überführen, wenn Deutschland eine Monarchie ist. Bis dahin Das möchte er in war den vielleicht ein Niederlanden bisschen verbleiben. arrogant, oder? Ich hatte selten so viele Rebellen wie momentan, aber ich meistere das erstaunlich gut. Wann kommt ein Rome 2 mit Divide Nie wieder, Rob 2 ist tot. Müssen wir Impera? auch Yannick fragen, oder? Nee, das habe tatsächlich ich gemacht. Echt? Fun Rome, Fact: Die weiß ich nicht. Highlander der Briten hatten früher Schwerter für den Charge dabei. Und Schön. Heiko, du kannst die Frage beantworten. Ich hatte gerade nur, das Film sprang Welche mir noch ins Fragen? Auge. Das mit dem Rome 2, Ach Divide so, ja, Impera. keine Ahnung, momentan ist da in die Richtung, also mit Divide et Impera auf jeden Fall nicht geplant, Rome Ach 2 du schließe ich jetzt Kacke mal Heiko, nicht jetzt ganz. rebelliert doch noch dein Adel. Heiko, was war denn das gerade mit den 29.000, dass du eine Moral ohne, eine Armee ohne Moral hättest wipen können? Stattdessen läufst du in die andere Richtung weiter. Ich weiß es nicht, ich bin gerade etwas überfordert, weißt du, ich kann gerade leider nicht so viel managen, ich bin damit beschäftigt, die Rebellen Heiko! Meldung wegzuklicken. Alles Niederlande, klar, bitte hilf mir! herzlichen Meinst du, wie du Glückwunsch, mir das vorhin Spiel hat Heiko geholfen zum Weinen hast? Ich gebracht. helfe dir danach, egal was passiert. Du kannst mir nicht helfen, du machst dich immer selbst kaputt. Ich gebe euch Geld, das habe ich noch. Ich aktiviere mal alle Du hast meine immer wieder Festungen, das Land Verbrecher, die befindet sich dasselbe im wieder Hilfe Kriegszustand. vorziehen. Das will ich gar nicht. Heiko, rufst du jetzt zufälligerweise den, Na, wie heißt es, Yes, ruft da den, Kriegszustand ausrufen, heißt Wir es doch, sind oder? im... Nein. Heiko, wenn du mir noch mehr hilfst, werde ich wahrscheinlich wieder zur Jungfrau. Sorry. Ich konnte nicht so viel, dass ich kotzen musste. Das war mein Magen. Der hat es einfach nicht mitgemacht. Ich weiß zwar nicht, was, aber er hat irgendwas nicht mitgemacht. Ich kann mir denken, was. Es beginnt mit A und endet auf Ul. Aber er hat in der Hallo, Mitte gibt es dafür. ein Wilko. Ja, nee, aber ich weiß nicht, was genau ich da nicht vertragen haben soll, weil. Wahrscheinlich das Desperados. Für seine, oder Das was? war bestimmt zu viel. Erfangen die Niederlande schnell! Die Rebellen haben ja Armeen, Generäle plötzlich. Die Armeen haben Generäle. Alter Heiko, was hast du denn angestellt, dass dich dein Volk so hasst? Guck Mein dir Volk mein Land hasst. an! Guck dir Nein, die mein Grenzen. Volk hasst mich weniger. Und ich bin ein grausamer Diktator. Das Ja. erste Bist du Mal, auf die dass Anubis Schulrebellion recht hat. gestanden? Anubis? Nicht Anubis, Wüstenfuchs. So, Schon ich fast rette mich jetzt vorbereitet. ins ungarische Land, um mein Armee wieder zu sortieren, weil ich habe da irgendwie bloß Kavallerie drin, am anderen keine, so quasi. Wie schaffst du Währenddessen das sterben immer? Preußen und Niederländer in Österreich für dich. Ja, jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass man sein Land auch so zugrunde richten kann. Ich habe das noch nicht gemacht, also es ist halt das erste Mal jetzt. Fun Fact: 5% der Deutschen sind Muslime und 0,72% Juden. Werden doch überfremdet. Warte, das heißt, es gibt mehr AfD-Wähler als Muslime? Ja. Fun Von Fact: Der wegen Name Kanada überfremdet heißt auf sein. Indianisch Dorf. Toll. Ich habe 124.000 Mann, Heiko. Das ist schön. Oh, Sardinien, Piemont hilft mir. Oh, Heiko, das wird dich sowas von viel Geld kosten, ne?
Da sterben gerade Preußen für dich. Unnötig, es sind auch schon Österreicher für Preußen gestorben. Ja, aber im Vergleich sind genauso viele Preußen wie für Österreich. Ich habe dich nie in Rebellion wirklich gerufen. Du großen Rebellion. Heiko, weißt du, was das Problem daran ist? Die Preußen sind doppelt so viel wert. Oh. Nein, das stimmt nicht. Für 1000 Preußen opfern, um einen Österreicher zu retten. Gibt von uns auch halt wenig. Oder ist deine Armeequalität nicht höher als Heikos? Ja, eigentlich. Ich habe glaube mehr Militärideen durchaus, ja. Nice, meine ganzen Rebellen laufen jetzt zu Kastilien rüber. Was ist los? Ja, meine ganzen Rebellen rennen zu Kastilien rüber. Wie viel Disziplin und wie viel Moral du hast? Wahrscheinlich Disziplin, Allmas, weil ich immer so viel Armee habe. Disziplin 100%. 115? Weiß ich nicht. Du hast doch niemals 100%, du hast doch allein, wenn du die Ideen durch hast, 107. Welche 5. Ideen? Egal welche, das sind die Traditionen, du musst mehr als 100 haben. Ich habe noch nicht alle Traditionen, du. Hast du überhaupt mal Ideen geforscht? Ja, ich habe eine Idee und das ist. Ich kriege jetzt auch noch Inflation, ist ja komplett. Okay, behindert. Also Wüstenwuchs ist zu inkompetent für Ideen, das Nein, wusste ich nicht. Ich musste in Technologie investieren, weil ich dich nur. Wüstenwuchs, Technologien dann billiger, wenn du in Ideen investierst. Ja. Es macht immer Sinn, erst die Ideen durchzuprügeln. Ja, bin ich doch gerade dabei jetzt. Immer erst. Darum geht's ja. Jetzt bin ich halt so dabei. Jo, deshalb bist du auch wenigstens hinten dran. Wenigstens wird dein Reich gerade nicht von, weiß Gott, wie viel 100.000 Rebellen da belagert. Psst, psst. Zum Glück hatte ich noch 100 Kirchen gemacht. Ich konnte jetzt minus dieses Revoltenzeug, nationale Unruhen, Überdehnung plus 6,9. Aber inzwischen sind fast alle eskaliert, außer die österreichischen Bauern. Ja, mit denen, die sind halt freundlich, aber wenn ich zu sehr mit denen verstehe. Ja, scheiß drauf halt auf, wie viel wie böse ist ein Minus Prestige von 30. So böse. Weil das Geld ist mir an sich egal und die Bauern wollen einfach nur gesenkte Steuern. Die könnte ich ihnen geben, weil ich verdiene so viel Geld. Das ist mir das egal. Das solltest du ja, vielleicht dann, komm, nicht. Marschieren wir dann nach Südtirol. Also die wollen das nur in drei Provinzen und ich habe ein paar mehr. Das Prestige tut dir halt weh, weil deine Truppen kämpfen dann schlechter. Stimmt. Ja gut, aber dafür gibt's auch weniger, gegen das sie kämpfen müssen. Oh fuck. Wenn auch nur ein Stack übrig bleibt, bist du tot. Das ist dir klar, oder? Ja gut. Niederlande. Boah, ich bin daneben gelaufen, oder? Nein, ich bin rein. Südtirol ist übrigens gebirgig. Die kämpfen auch mit Hellebarden. Oh, 5000 Preußen gestorben. Ich hab bayerische Nationalisten. CSU. Ja, echt so. Die würde ich dir sogar freiwillig helfen. Das wäre voll nett. Da wird auch gerne der technische Nuklearschlag für benutzt. 30.000 feindliche, was noch bulgarische Nationalisten da unten. Ja, ich weiß, aber ich hoffe irgendwie, dass der Osmane da mal reinrennt oder sowas. Ich glaube nicht, dass er das. Aggressive. Wieso haben die keine aggressive Expansion gegenüber mir, Georgien? Also ich. Also, weil ich habe ja echt aggressiv expandiert. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Okay, und jetzt ab nach Regensburg. Ich musste kurz Frankreich retten. Frankfurt. Frankreich. Na ja, gut, geht auch so. Neapel hat Griechenland. Bald sind sie pleite. Dann wollen sie eure Rettungspakete von uns. Es gibt nur keine EU. Wir kriegen auch keine Rettungspakete. Es gibt keine EU, aber es gibt EU. Entschuldigung. Oh, Nils, der war so flach, der war fast schon wieder witzig. Also. Nein. Fast, ja. Beinahe. Entschuldigung, Jungs, der war halt wirklich. Tut mir auch leid, aber ich konnte mich gerade nicht zurückhalten. Es ist so ähnlich. Ich hab Waffenstillstand mit Russland. Nils. Ja. Um ein Haar hätte die Guillotine deinen Kopf verfehlt. Nur mein Haar. Um ein Haar hätte es ihn verfehlt, ja. Gott sei Dank. Haar.
Wollen wir wirklich den Livestream jetzt beenden? Weil ich weiß ganz genau, dass wenn ich dann nächste Woche anfange zu spielen, dass ich mich hier hinsetze und denke, Weiko, was hast du getan? Nein, lieber noch nicht. Ja, aber es ist jetzt dann gleich 9 Uhr und es geht ja auch um die Mitspieler, weißt du? Ja, es ist ja. Und vor allem bin ich todmüde und sollte was essen und ich sollte mal ein paar Leuten zurückschreiben, sonst killen die mich. Wir können ja noch eine halbe Stunde machen, oder? 21.30 Uhr haben wir auch so. Also bis jetzt hast du keinen Grund genannt, der irgendwie ans Aufhören denken lassen sollte. Die Kinder? Denkt an die Kinder. Denkt doch einer an die Kinder. Think about the paper. Hey, cool. The paper. The paper. So, ich hab wieder die Hälfte meiner Armee in deinem Krieg, in deinem Jungskrieg verloren. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Das nächste Mal schicke ich da nur seltener rein. Guck mal. Und guckt euch mal im Vergleich die Vereinigten Staaten von Fickt euch ins Knie an. Amerika? Ja. Da gibt's keine Rebellen. Also vielleicht ein paar Japaner, aber die sind halt eh verstrahlt. Aber sonst keine Rebellen. Hast du Was? Japan besetzt? Nein, aber die japanischen Kolonien. Die Hälfte meiner Bevölkerung sind Japaner. Ich hab The Man in the High Castle andersrum. Wie ist die Serie eigentlich? Geil. Cool. Ich finde die cool. Also ich habe sie jetzt durch und ich finde sie so geil. Ich habe es übrigens geschafft, Game of Thrones eine Folge zu überspringen und habe mich irgendwie gewundert die ganze Zeit, warum... Was hast du gerade gesagt, Fuchs? Dem ich es kommt ja noch eine zweite Staffel. War. Ja, es müssen auch noch mehr Staffeln kommen. Ich habe Better Call Saul immer noch nicht angeguckt. Die zweite Folge halt. Du bist bei Staffel 5, oder? Nein, ich bin bei Staffel 4. Also ich habe Folge 5 angeguckt, aber Folge 4 übersprungen. Ah, okay. Das ist kacke. Also die beste Szene bei The Man in the High Castle fand ich wirklich, wo einem wichtigen SS-Mitglied mitgeteilt wird, dass sein Sohn eine Behinderung hat. Ich fand die Szene mit Hitler ganz cool. Ja, die war auch. Wobei die, ich weiß nicht, die fand ich so ein bisschen... Ja, ich fand so, da ist so versucht... Es kam Hitler drin vor, deswegen fandest du sie gut sagen. Nein, es gab eine andere Szene, aber ich kann jetzt nicht erzählen, ohne Spoiler. Ja, deshalb. Ja, ich fand sie nicht so gut, muss ich sagen. Also ich fand die Hitler-Darstellung nicht so perfekt. Ja, nicht unbedingt die Hitler-Darstellung, aber so das Ganze, was da gerade passiert, so die ganze Szenerie. Ja, das, so, ja, das ist okay, ja. Ich würd gerne in der Serie irgendwann mal Rommel sehen, weil sie haben den Namen mal am Rande erwähnt. Niederlande will schon mit mir die 50.000 Typen in Wien kaputt machen. Wien wird nicht erobert, halt, oder? Eben, deswegen sind ja auch meine Truppen gerade unterwegs. Wieso sind Heiko. Da 50.000? Sag mal, hat dein Volk überhaupt noch Einwohner, Heiko? Also, es gibt noch Einwohner in deinem Land? Ich glaube, die haben mich alle getötet. Ja. Wisst ihr, das Witzige ist, ich habe hier quasi einen Bürgerkrieg, ohne Bürgerkrieg zu haben. Sei froh. Kann man irgendwie so die Bevölkerung angucken, ne? Nein, das ging im letzten Teil. Also, es war in EU3, ja, da gab es irgendwann so riesige Bevölkerungszahlen. Ich erinnere mich da an das Projekt von Yannick. Ihr habt ja leider dieses, ich weiß nicht mehr mit wem Nico? Das war dieses, Rein. Was? 40.000 Mann, da oben. Hat sich erledigt, die sind tot. Heiko glaub schafft's ich. Alleine, aus eigener Kraft ist es schafft, Heiko. I believe in you, Ach. You can do it. Just do it. Ach, da gibt's schon wieder 30 Rebellen da unten. Echt? Ja. Du kannst tun, was immer du willst, musst nur daran glauben. Aber eigentlich sieht mein Land gar nicht so fertig aus. Ich meine, wir haben nur noch einen Rebellenarmee. Wenn man das mit vor ein paar Wochen vergleicht. Und jetzt stell dir vor, du hättest das alles alleine machen müssen. Jetzt stell dir vor, es hätte eine intelligente Regierung gegeben. Die hat doch sofort kapituliert. Nein, da hätten die Leute gar nicht erst rebelliert. Das muss nicht sein. Man muss sich dabei immer vor Augen halten. Es ich habe keine Rebellengefahr. Ich habe nur noch hier dieses Unruhen. Ja, weil du alle Leute unterjocht hast. Ja, so kann man sein Land auch vergrößern. Meist funktioniert befrieden. Sogar ganz gut. Ich meine, so macht das Wüstenfuchs seit Beginn. Wüstenfuchs, du musst deine Truppen gar nicht mehr einsetzen. Aber es wäre voll nett, wenn du mal die Belagerung in Belagerung hilfst, das wieder wegzumachen. Ich entlager Ulm. Das ist zum Beispiel schon mal was Nettes.
Gibt's sonst noch irgendwo was? Heiko, wie, was ist dein Truppenlimit zur Zeit? 204. Junge, ich komme einfach nicht an dein Truppenlimit dran. Ich hab 161. Selbst in der schwulsten Sprache der Welt, in Klammer Französisch, gibt es Dialekte. Was, es gibt französische Dialekte? Ja, natürlich. Ernsthaft? Gaskognisch und... Wie hört sich das an? Ein Ticken behinderter als das normale Französisch. Geht? Ja, das geht. In Marseille... also dieses kanadische Französisch soll furchtbar sein, das verstehen nicht mal die Franzosen vom Festland. So, ich habe immerhin jetzt schon mal ein bisschen was durch... Also, wieso wie ein Hamburger einen Schwaben nicht versteht? Ein Ticken schlimmer. Also, die verstehen dann wirklich gar kein Wort mehr. Und die können es auch nicht richtig abstellen. Ja gut, ich meine, wenn so ein Österreicher oder Schweizer richtig loslegt, dann versteht den Norddeutsche auch nicht. Österreicher versteht man eigentlich immer gut. Man, ja, stimmt, aber Schweizer nicht. Du als Süddeutscher, aber als Norddeutscher irgendwo aus Hamburg? Oder Ostdeutschland? Ich meine, ich habe es an der Fastnet wieder gemerkt, wenn so die übertrieben österreichischen und schweizerischen Lieder kamen, da kam ich dann teilweise auch nicht mehr mit. Schweizerisch ist teilweise extrem, aber österreichisch? Schweizerisch ist auch schwerer, österreichisch kann sagen. Schlimm sein, Johannes. Du bist schon aus dem Norden. Aus dem Süden. Ich wollte gerade aus dem hohen Land, ne? Du kommst schon aus so einer Richtung, wo sowieso Dialekte vorliegen. Leute mit Hochdeutsch, für die ist das halt ein bisschen was anderes. Ich meine, bei uns musst dich daran gewöhnen, dass du die Sprache nicht mehr verstehst, wenn du zwei Dörfer weitergehst. Ist dir das schon mal passiert? Nee, aber jein, so direkt nicht, aber im Ernst, wenn ich zu einem Kumpel gehe, der wirklich ein bisschen weiter weg wohnt, aber nur mehr als 10 Kilometer und ich bin bei denen seinen Großeltern, dann verstehe ich die nicht mehr. Was machst du bei dem seinen Großeltern? Als Beispiel, das ist ja auch schon passiert, wenn du mal bei irgendwem warst und da war die Oma da oder so. Achso, ja. Ich meine, Nico, war meine Oma mal da, als du da warst? Weil du hast ja schon gemeint, dass ich mit meinen Eltern Schwäbisch rede. Das ist dann witzig, wenn die Oma oder so kommt, da wird es richtig radikal. Radikal. In Sarajevo, 15 lokale Unruhen. Echt, okay. Heiko? Was, ja. In Sarajevo gibt's Unruhen, echt? Pass auf, Heiko, schick jetzt deinen Thronfolger hin, der muss es beruhigen. Nee, geh da nicht in die Nähe, Heiko, wir können keinen Ersten Weltkrieg brauchen. Nicht schon wieder. Wir hatten doch erst einen. Aber Leute, wir müssen jetzt echt abspeichern, gell, es ist 9 Uhr. Also. Heiko ist zu faul und hat was gegen euch. Ende. Speichere mal mit. So. Kann ich nicht, schade. Kann ich nicht speichern. Wollt mal Russland angucken. Livestream 10. Ja, dann nimm den Spielstand, Heiko. Weil, Heiko, du kannst im Streit genommen eine Spielstandmanipulation betreiben, indem du kurz Russland spielst und alles Iramin auflöst und dann startest du wieder. Und dann, also, dann safe, den safe lädst. Alle bitte raus. Mir fällt mal so auf, mir fehlt in der EU noch, dass die Armeen auf, dass die, wenn du die Armeen auflöst, du die Manpower behältst. Hältst du doch. Nö, die Manpower ist weg. Echt? Ja. Ich krieg dir zurück. Heiko, du wirst zu Assad Österreichs. Ja, ich hab schon mitbekommen. Nein, Heiko, Al-Assad. Ja, ich hab eine Europaflagge als Hintergrund, so. Du hast eine Europaflagge als Hintergrund? Ja, je nachdem, ich hab viele verschiedene Hintergründe. Abu Heiko, oder? Aber nur. Heiko Al-Assad. So nenne ich dich jetzt. Okay, gut, dann war's das mit dem Livestream. Ich bin todmüde. Ich esse jetzt was. Skandinavien ist nicht auf TS drauf. Ja, ist egal. Ich bin jetzt auch raus. Wenn irgendwo der Selbststand rumgeht, dann weiß ich, wer es war, aber eigentlich noch einer drin. Dann fliegt der Spieler raus. Ja. Dann, schönen Abend. Janik ist jo, ciao, Spiel. Danke nochmal für heute alles und so. Wie bitte? Danke fürs Admin-Spielen und so. Er hat sich gemutet. Ja, kein Ding, mach ich immer wieder gerne. Ich war die letzten paar Wochen halt nicht da. Ja, ich hab's gemerkt, wir sind im